Ja, vielen Dank, Lars. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Viele Grüße aus Berlin. Alles Gute oder an alle Zuhörenden und Zuschauenden. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht: Storyboard für OBS mit MKDocs erstellen. Wie bin ich da drauf gekommen? Ja, in letzter Zeit, ich glaube so die letzten 2 Jahre, da hat sich fast jeder mit uns mehr damit beschäftigt, online aufzutreten. Ob das nun in der Firma war, Webexen und was man da alles so verwendet hat, haben zugenommen. YouTube-Videos haben zugenommen. Und bei mir waren es nicht die Videos, sondern die Webex-Konferenzen, die Videokonferenzen haben zugenommen. Und ich habe einige Vorträge, die ich sonst live gemacht habe, die musste ich dann auf das Web verlagern. Und habe schnell gemerkt, mir fehlt da so ein bisschen mein Spickzettel. Und am Anfang habe ich dann, wie man das so macht, mit Papier und Bleistift gearbeitet und oder Kugelschreiber, ist auch egal was. Und habe gesagt, nee, da gibt es doch bestimmt was Besseres. Seit relativ langer Zeit jetzt, also von diesen 2 Jahren, arbeite ich mit OBS. Weil ich hier in OBS kann ich eigentlich alles einstellen, wie ich es gerne haben möchte. Ja, also ich denke, OBS werden die meisten kennen, die jetzt hier mit im Stream sind. Ich kann mir hier verschiedene Szenen erstellen, habe ich auch gemacht. Könnt ihr mich auch mal sehen? Hallo aus Berlin. Ich wollte euch heute ja über meine Schulter schauen lassen. Das heißt also, ich habe tatsächlich auch jetzt eine Kamera so eingestellt, dass sie mal quer über die Schulter läuft. Und bevor wir jetzt so anfangen, mal kurz zum Setup. Ich habe hier, das ist ganz normal mein Laptop, mit dem ich arbeite. Da habe ich 2 Monitore angeschlossen. Das hier ist eigentlich mein Hauptmonitor und das hier ist mein Streaming-Monitor. Das heißt, alles, was da drauf ist, das seht ihr. Und das mache ich deswegen auch so, damit ich nicht durcheinander komme. Rechts ist auch der, wo die Meldung drauf kommt. Dann wird keiner mit irgendeiner Meldung oder ja, verwirrt, irritiert, genervt, wie auch immer. So, was ich jetzt gemacht habe, ich habe natürlich die Sichten getauscht. Normalerweise habe ich den linken Monitor, also das OBS, auf dem Hauptmonitor und ihr seht das Ergebnis, aber wir wollen uns ja heute über OBS unterhalten, also machen wir es genau umgekehrt. Ihr könnt schon meinen Spickzettel und mein Storyboard sehen. Das habt ihr hier auf der rechten Seite. Und wie sieht so ein Ding aus? Ich habe es jetzt einfach mal eins vorbereitet mit so ein paar Stichpunkten, so zum Setup. Ich habe eins, das ist sehr komplex. Das zeige ich euch auch gerne mal. Das hatte ich letztens gemacht. Da habe ich hier eine ganze Menge Vorbereitung. Was muss ich machen? Ich muss dies und das jetzt in jenes einrichten. Ich habe einen extra Rechner angeschlossen über eine Capture Card. Der hat mehrere virtuelle Desktops. Damit ich damit nicht durcheinander komme, schreibe ich mir natürlich immer auf, also mit Screenshots, auf welchem Desktop muss ich was haben. Hier waren es 3 Stück. Wie habe ich das angeordnet, damit das nachher etwas ja, lockerer von der Hand läuft? So, das Ganze. Jetzt für den heutigen Vortrag habe ich eben auch so ein paar Stichpunkte hier gemacht. Und dann schreibt man sich zum Beispiel rein, ja, was ist ein Storyboard? Ne? Kommt aus der Filmbranche, könnte ich euch jetzt hier so diese ganzen Punkte erzählen, die ihr dort seht. Ist die zeichnerische Version von einem Drehbuch, wird auch Szenenbuch genannt. Da kann ich jetzt meine Geschichte drum aufbauen und das sind so meine Spickzettel. Das habe ich am Anfang so richtig klassisch mit HTML gemacht. Das war relativ viel Arbeit. Und irgendwann bin ich auf MK-Docs gestoßen und dachte, Mensch, damit geht das doch viel einfacher. Was ist MK-Docs? MK-Docs ist ja, ganz einfach gesagt ein HTML-Seitengenerator. Der basiert auf Markdown, das heißt, alles, was ich damit schreibe, ist Markdown. Ist ein Python-Programm, hat eine unüberschaubare Anzahl von Plugins und Themes. Ja, und wird, wie das so üblich ist, bei Python über Pip installiert. Ich zeige euch das auch gleich noch. Ich habe also so ein Beispiel vorbereitet, dass wir das einmal mal komplett durchmachen, um zu sehen, wie das denn aussieht.
So, wie werden denn die Seiten eingebunden, die ich erstellt habe? Der generiert dann eine HTML-Seite mit vielen, vielen anderen Dateien, die er halt noch so braucht. Da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist statisch, das ist das, was ich gerade hier mache, und die andere ist dynamisch, das geht erst, wenn ich da den Server laufen lasse. MkDocs hat nämlich noch eine schöne Funktion, hat nämlich einen Server, den ich ganz normal über Browser HTTP 127 schieß mich tot aufrufen kann. Was das schieß mich tot ist, das hängt davon ab, was ich konfiguriert habe. Defaultmäßig hat der 127.0.0.1, Port 8080, kann man aber auch einen beliebigen anderen nehmen. So, das heißt, wenn ich jetzt hier auf dieses dynamisch wechsle, dann ist da nichts, weil ich den noch nicht gestartet habe. Das machen wir gleich aber mal. Vorher vielleicht noch, wie kann ich das überhaupt hier einbinden? Wie kriege ich das da rein? OBS hat die sogenannten Docs und da gehe ich in die benutzerdefinierte Browser-Docs und da kann ich die eintragen. Da habe ich jetzt die zwei mit dazu genommen. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen was anderes, ne, auch so Stoppuhren. Einmal dynamisch, einmal statisch. Hier mit der ganz normalen URL beginnt mit HTTP und einmal mit der URL beginnt mit File. Ja. So, ich nehme mich jetzt mal mit auf meinen Hauptmonitor. Da habe ich jetzt das Ganze oder habe ein Verzeichnis erstellt, mit dem ich jetzt hier auch gerade arbeite. OBS, das ist ein Verzeichnis, da habe ich meine Szenensammlung drin und Storyboard, das ist jetzt das eigentliche Storyboard, um das es geht. Ja. Das ist das, was ihr hier gerade eben schon seht, hier auf der rechten Seite, das ist hier hinterlegt. Wie sieht das Ganze aus, wenn ich das jetzt mal öffne? Ich habe das schon mal.
Ja, da bin ich wieder. Aus irgendwelchen mysteriösen Gründen bin ich gerade rausgeflogen. Ich versuche mal da weiterzumachen, wo ich gefühlt ausgestiegen bin. Ich wollte gerade mit euch zusammen mit MK-Docs einfach mal ein Projekt erstellen, um das Ganze mal vom Scratch quasi nachzubauen. Das heißt, dass ihr am Ende dann einmal mit MK-Docs die index.md habt, erstellt habt, mal gesehen habt, wo die liegt. Eine Site erstellt habt, also den statischen Teil und auch das Ganze als Server laufen lassen habt, also den dynamischen Teil. Und fangen wir an. Ihr seht hoffentlich doch, ja, ihr seht wieder meine Aufteilung hier. Das ist einmal der Explorer, wie er so schön auf Windows heißt. Ich weiß gar nicht, welchen ich habe. Und die Bash. Ich mache das Ganze an der Bash. MK-Docs habe ich schon installiert. Wenn ich es noch nicht installiert hätte, dann macht man das mit pip install MK-Docs. Wenn man noch ein Theme vielleicht installieren will, denn es gibt eins, das heißt Webmill, macht man das in dieser Art noch hinterher. Das habe ich schon, brauche ich nicht nochmal machen. Ich möchte jetzt ein neues Verzeichnis erstellen. Schauen wir uns mal an, was ich da alles schon drin habe. Das Storyboard, so nenne ich das üblicherweise, da kommt das eigentliche Storyboard rein. Haben wir jetzt schon. Wir sind hier auf den Tux-Tagen, also machen wir ein neues Projekt. Das heißt dann MK-Docs New für neues Projekt und wir nehmen Tux-Tage. So, ist erstellt. Ihr konntet es links auch sehen, hat er gleich was angelegt. Und wenn ich mir jetzt das mal anschaue, was er da hat, dann sieht man, er hat so eine minimale Struktur angelegt. Er hat einmal die YAML-Datei, die mkdocs.yaml, erstellt. Da sind die Konfigurationen drin. Das Verzeichnis Docs hat er angelegt und da drin die Datei index.md. Wir arbeiten hier in Markdown, das heißt, alle Dateien, die wir erstellen, heißen .md. Und wenn er die HTML-Seiten generiert, macht er automatisch dort eben das HTML draus. Schauen wir uns mal die MK-Docs an. Ich gehe mal eben rein in die Tux-Tage. Bin ja eigentlich schon drin. Die ist recht spärlich. Da steht nämlich nur der Site-Name drin. So, das können wir jetzt erstmal anpassen, weil wenn wir zwei, drei gemacht haben, die sollen nicht immer My Docs heißen. Und wir sind auf den Tux-Tagen, also nennen wir das mal Tux-Tage 2022. Und wenn ich jetzt eine andere IP-Adresse vergeben möchte, auf die er hören soll, auf die er lauschen soll, dann mache ich das mit dev underscore adr Doppelpunkt und die gebe ich jetzt ein. Und ich nehme jetzt mal die 3.3.3. Punkt und nee, ein Punkt zu viel, Doppelpunkt. Und in die Portnummer. Wenn ich jetzt nur Port 80 nehme, dann funktioniert das nicht, weil den kann ich als normaler User nicht starten. Ich muss also einen anderen nehmen, nämlich den 8080. Und wichtig ist auch, hier muss ein Port angegeben werden. Also ohne Angabe eines Ports gibt es eine Fehlermeldung. Dann speichern wir das Ganze mal. Und dann könnten wir das schon starten. Da steht zwar noch nicht viel drin, aber wir haben es dann schon mal am Laufen. So, wir starten den Server, sodass er auch die Seiten immer aktuell zeigt, mit mkdocs serve. Und zwar aus dem Verzeichnis. Wir müssen immer in dem Verzeichnis drin sein, wo sich denn die YAML-Datei befindet. Und den Rest macht er dann selber. Halt, ich habe es falsch geschrieben. So kann das nichts werden. Ja, kaum macht man es richtig, schon klappt's. Da sagt er mir auch noch, wo drauf er hört. Und wenn ich das jetzt anklicke, ich drücke die Steuerungstaste dabei, dann sollte sich jetzt der Browser öffnen oder einen Browser, die Seite aufrufen und so sieht das Ganze aus. Das ist das, was wir eben hier gesehen haben. Ja. Und das kann ich jetzt live bearbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt die Index-Datei, das seht ihr jetzt gerade nicht. Moment, ich muss mal wieder wechseln. Weil ich muss das ein bisschen schmaler machen. Machen wir es mal so. So, wenn ich jetzt die Index mir aufrufe mit dem Nano,
Dann seht ihr, da steht genau das drin, was wir hier links sehen. Das ist auch nicht verwunderlich, das ist ja genau das, was wir wollten. Welcome to NKDocs oder wir machen hier mal was anderes, bisschen Denglisch. Welcome to the Tux-Tage. Wenn ich das jetzt speichere, dann sehen wir links hier, er hat es sofort aktualisiert. Und das ist das, was das Ganze mit dynamisch gemeint ist. Jetzt muss ich gucken, habe ich hier 2, ich habe hier 3 angegeben, dann müsste ich das mal eben ändern. So, das heißt, ich gehe hier in meine Docs rein, benutzerdefinierte Browsersammlung. Hier, da hatte ich das mit 2 gemacht, machen wir das jetzt mit 3. Übernehmen, schließen. Und wenn ich jetzt wechsle zu dem dynamischen Teil hier, dann habe ich genau das, was ich eben im Browser hier auch schon gesehen habe. Vielleicht eine kleine Anmerkung, wie man die hier so stacken kann. Wer das nicht kennt, einfach übereinander halten. Das heißt, wenn ich den jetzt hier rausziehen würde und ich will den neu drinne haben, dann hat er jetzt gerade irgendwo versteckt. Super. Machen wir es so. Da ist er, ja. Wenn man den neu einbindet, dann kommt da einfach nur so ein Fenster. Und wenn ich das hier mit dazu habe, ziehe ich das einfach rüber. Und zwar so lange, bis er das komplett, in meinem Fall, blau macht. Und dann habe ich das hier unten gesteckt, also mit mehreren Tabs und kann dann wechseln. Das knallt einem nicht den Bildschirm so voll. So, im Prinzip, das ist das, was wir jetzt alles gemacht haben. Ich hatte das hier dann einfach mal so aus Demonstrationszwecken runtergeschrieben, so als Beispiel. Bei so Kleinigkeiten braucht man vielleicht nicht so viel schreiben. Man muss auch nicht ganze Sätze schreiben. Ich kann mir ja Stichworte machen oder wenn ich lieber ablese, dann schreibe ich da auch einen ganzen Text hin. Was ist besser? Das Ganze statisch oder dynamisch? Ich denke, das kommt drauf an. Dynamisch, da könnte man theoretisch noch jemand anders, könnte mir dann quasi in Echtzeit noch irgendwelche Informationen da reinschreiben, ob ich das nun brauche oder gerade sinnvoll ist. Das muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Ich nehme normalerweise das Statische, das generiere ich einmal und dann ist das auch immer verfügbar. Wie mache ich das mit dem Generieren? Ich gehe jetzt nochmal wieder hier in das Storyboard. Ich habe hier jetzt nicht die Tux-Tage eingebunden, sondern das eigentliche Storyboard. Das heißt, ich muss jetzt einmal wechseln und ich mache es mal ein bisschen größer, sieht man es vielleicht besser. Einmal wechseln in das Verzeichnis Storyboard, das sah ja genauso aus, hatten wir gesehen. Und hier starte ich das einfach oder die Erzeugung einfach mit MKDocs Bild. Man kann noch ein paar Parameter mitgeben, gerade wenn man nachher bestimmte Links relativ oder absolut haben will. Ich drücke aufs Knöpfchen, 0,16 Sekunden Braucher, das ist akzeptabel. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe und einen Reload mache, dann hätte ich auch die aktuelle Version. Sofern ich was verändert habe. Ja, und ich habe tatsächlich was verändert. Man sieht, es ist ein bisschen was Neues vielleicht dazugekommen. Das war es eigentlich auch schon. 20 Minuten sind fast um. Ein paar Sekunden haben wir noch. Das war jetzt kein oder es war auch nicht gedacht als ein kompletter Einstieg in MKDocs, OBS oder HTML oder was auch immer, sondern sollte eine kleine Anregung geben, wie kann man das Ganze kombinieren, sodass, wenn ihr in Zukunft auch mit OBS arbeitet oder überhaupt mit OBS arbeitet und euch eine ähnliche Frage schon mal gestellt habt, dass ihr vielleicht jetzt eine Idee habt, wie man das machen kann. In diesem Sinne, viel Spaß noch auf dem Vortrag, dann gebe ich zurück an die Regie.